Ja, hallo Leute, hier wieder Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind da erst auf dem Weg, ne, zu Trevors Wacht, ja, Pläne stehlen, ja, und wir stoßen da immer wieder auf irgendwelche Ungereimtheiten, und da müssen wir jetzt jemanden beschützen, ja, und... Ja, da gehen wir gleich rauf und lassen das auf uns zukommen. Da sind Banditen da oben und ja, ich weiß auch nicht, was ich da jetzt alles machen soll. Wir werden da gleich einmal mit Haut drauf und Schluss reinhauen. Wer bist denn du? Böse? Ihr braucht etwas? Was bist denn du? Eine Wache. Also ihr seid nicht böse. Also Nilheim entdeckt, okay. Dann gehen wir da mal rauf. Und darüber. Streitkolben brauche ich mir. Also wo sind wir da? Wo ist denn der Typ jetzt? Ups. Jetzt haben wir uns verfranst auch noch und er stiebt uns weg, glaube ich. Da haben wir noch einen Dummkopf. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aha, da ist er wieder. Das war schon alles? Ich mache Hackfleisch. Wer macht Hackfleisch mit B? Unsere Jungs, die arbeiten ja recht flott, ne? Wo bist denn du? Wer ist denn das überhaupt? Ich kann euch nicht besiegen. Ja, das denke ich auch. Was ist denn los mit dir? Ja, das war's dann auch schon. Da ist ja noch wer. Achso, der. Da fehlen da laut drauf. Da ist ja noch wer. Ja, ich passe ja auf. Kinder. Ja, ich weiß. Der ist da oben. Ich schick dich vorher mal. Seht ihr, wie viele Magier die Jungs brauchen? Wir werden das anders machen. Ich glaub's ja nicht. Und wir brauchen wieder ein Schwert. Das Schwert des Himmelschmiedstahls. Komm her. Wo bist denn du? Die Jungs kämpfen ja alle irgendwo. Aha. Erbärmlicher Schwächling. Na gut, wieder. Ja, wo du recht hast, ne? Tremora Fürst, ich nenne dich El Balcino und du bist, ja. Ja, mir wird schon was einfallen. Das war's dann. Und ist unser Typ jetzt gestorben da unten? Schauen wir gleich mal nach. Wie ihr seht, kann ich jetzt in der Third Person weiterspielen, ja, obwohl das extrem unangenehm ist. Ist der Typ, der ist jetzt Bandit, nein? Sorry. Das ist auch ein Bandit, das ist auch ein Bandit und das ist auch ein Bandit. Wo ist denn unser... Begleitschutztyp? Wie hat denn der geheißen? Ich habe jetzt keine Ahnung. Und der Feendal, wo ist denn der? Da hinten läuft er, ne? Ja, da läuft er, ja. Gut. Der Begleitschutztyp, ist der gestorben jetzt?
Sorry, Leute. Ich bin echt verkühlt. Hab eine Grippe ausgefasst und ja. Also ich denke, den haben sie wirklich ja. Wo ist denn jetzt hin? Also das möchte ich wirklich wissen, ob wir jetzt da versagt haben, wieder mal. Ich schau mal nach einfach. Ne? Ja, ich finde ihn nicht. Also ist der getötet worden oder nicht? Ich habe jetzt da keine Ahnung. Darunter fallen mag ich auch nicht unbedingt. Ja. Bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt da... Ich speichere mal kurz ab, okay? Ja, und ich habe ihn leider nicht gefunden, Leute. Echt, wahr? Schade. Das Gold nehmen wir mit. Dietrich und Gold. Und sonst hat er auch nichts Besonderes. Der Bandit da. Ein Süßkuchen. Nehmen wir mit, okay. Da liegt auch einer. Ja. Dietrich, Gold und... Ja. Streitkolben kannst du sparen. Wir sind nämlich bei Schmiedekunst extrem cool drauf. Wir haben da geschmiedet ohne Ende und wir sind da ja Meister der Schmiedekunst. Wir machen uns, was wir brauchen, extrem cool und lässig selbst. So, jetzt nehmen wir uns mal Zeit für einen Rundumblick, weil ja. Wir sind da durch die Gegend gehetzt. Da ist nichts für uns. So, jetzt habe ich echt Bedenken, dass wir wieder versagt haben. So, Streitkolben brauchen wir nicht. Da, was ist denn da drin? Schuhe, Kleidung, pipapo. Da versteckt auch nichts. Da auch Bandit. Wir haben nur Banditen erledigt. Das ist nichts. Den Dolch nehmen wir mit, den haben wir noch nicht. Wenn ihr mir sagt, dass es einfach zu easy ist jetzt, dann können wir auch andere Sachen machen, ja. Elixier der Vitalität, da haben wir eine Kriegsaxt, Geldbeutel und Schlafen, Bettzeug brauchen wir nicht. Eisenzweihänder, Blödsinn. Ah, Korb nehmen, super. Lederstreifen brauchen wir auch immer. Durchsuchen, Fass, Tomate und Blödsinn. Da ist noch ein Sack. Ja, Schmarrn. Da eine Kommode. Die brauchen wir auch immer wieder. Das brauchen wir nicht. Darauf noch schnell. Ist da was? Rundherum? Nö. Da ist eine Truhe, ja. Gold und Heilung, ja. Da haben wir einen besseren. Aber eine bessere Aussicht. Okay, gut, schauen wir, dass wir da runterkommen. Feental, dir geht's, ja? Wie geht's dir? Gut. Das Fass ist leer. Da geht's runter. Wir werden jetzt einfach um auf, was haben wir da? Blitz, Blitz, Blitz.
Pizza danach. Was? Feuer danach, Frost. Sturm danach, das werden wir als Nummer 1 setzen. So, ja. Wenn wir die Jungs einmal ausprobieren. Ja. Super. Und von wegen Begleiter, ja. Begleitschutz. Ich weiß nicht, wo der Junge jetzt hin ist. Das Eisenkriegshammerzeug brauchen wir auch nicht. Tragmischbeutel, ja, Hängemoos ist cool. Und da die Truhe. Gold, Smaragd, ja, die haben ja einiges zu bieten da. Das ist alles für Schmonzens. Vielleicht ist da noch was drin. Nö, nicht. Nee, ist nix. Ah, Lederstreifen liegt da, ja. Schlachterfischschuppen brauchen wir. Für das brauchen wir für Gifte, das ist cool. Und Salz ist. Salz ist extrem wichtig. Cool, überhaupt nicht. Und dann noch was. Gut. Wo ist ein Finder? Habe ich das jetzt nicht geändert, Leute? Ja? Na klar, freilich. Da ist unser, ja, Sturmadler, genau. Gut, und jetzt schauen wir aber nochmal, ne, Magie, wo unser Weg uns hinführt. Nämlich Hellsehen, und da schauen wir gleich. Ja, da runter wieder. Blaue Bärbel. Also alles, was mit Blau zu tun hat, Leute, extrem wichtig. Und auch wenn ihr es jetzt noch nicht versteht, ich werde euch das beim Ende dieses Quests erklären. Es ist nämlich die Alchemie extrem wichtig, damit ihr coole Rüstungen zaubert. Haben wir Feendahl im Schlepptau? Nee, eigentlich nicht, gell? Jetzt kann ich wieder Feendahl suchen gehen. Das glaube ich doch nicht. Hier ist jetzt da. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, ich werde auf den Begleiter verzichten müssen. Die finden sich nicht mehr zurecht. So. Ohne nix. Man springt da irgendwo eine Klippe runter und der findet den Weg nicht mehr, ja? Da stehst denn du. Was stehst denn du da blöd rum? Ich gebe euch Deckung. Ja, komm mit. Geht ihr voran. Ja, komm. Ja, und ich fall da schon wieder runter. Das checkt er nicht, gell? Ja, das Spiel hat ja wirklich einen Bug. So, Feendahl, ich laufe jetzt nochmal rauf zu dir und... Ist er das? Ja, na Gott sei Dank. Gut, Leute. Wir machen hier wieder mal einen Schnitt. Mit einer schönen Aussicht, denke ich mal. Bevor ich da runterfall. Machen wir einen Rundumblick noch. Und ja.
auf dem Weg zum Questergefährten, ne? Passiert uns ja so einiges. Da ist er, der Fendal. Okay, er verabschiedet sich auch. Schönen Abend, Leute. Euer Toso. Ciao.